Die Kafril Abbruch GmbH ist, wie der Name schon sagt, im Abbruchgeschäft tätig. Dort ist unser Hauptaufgabengebiet der Industrieabbruch bzw. Abbruch von hohen, großen Autobahnbrücken. Ich bin zuständig für die Instandhaltung und Instandsetzung bzw. Beschaffung der Technik. Das geht von der Kettensäge los bis zu unserem großen Abbruchbagger ZX870. Wenn man in diesen Höhen arbeitet, mit diesen Dimensionen, ja, diese Länge von den Auslegern immer eine schwellende Belastung hat oder aber einen erhöhten Verschleiß durch Schwenkbewegung, durch Stemmung, durch Hebelkräfte, die bei der Größe natürlich viel, viel höher sind als bei kleineren oder Geräten in der 40-Tonnen-Klasse. Mit dem Expander-System ist es mir oder ist es uns halt möglich, den Verschleiß zu minimieren gegen Null. Wir haben gerade eine Großreparatur an der Maschine durchgeführt. Das heißt, sie wurde nochmal general überholt, auf den neuesten Stand gebracht. Und um die nächsten Jahre möglichst verschleißfrei arbeiten zu können und keine größeren Reparaturen durchführen zu müssen mit großem Transportaufwand, haben wir uns dafür entschieden, das Expander-System zu nutzen. Diese Spannbüchsen hat den Vorteil, dass ich, selbst wenn ein Verschleiß auftreten sollte, ich mit diesen Spannbüchsen dieses Spiel auch nach einer längeren Zeit dort immer wieder nachgespannt werden kann. Sehr schön. Das Expander-System ist mir das erste Mal persönlich aufgefallen bei der Instandsetzung von dem kniegelenkten Großgerät der Firma Volvo. Besonders aufgefallen ist, dass trotz dem hohen Alter der Maschine der Verschleiß an den Stellen, wo dieses Expander-System verbaut war, sehr gering war. Deswegen ist es ratsam, wenn man sich für ein Expander-System entscheidet, das direkt nach einer Instandsetzung zu machen oder sofort als Originalteil, einfach um dort den Verschleiß so gering wie möglich zu halten.